Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, im Februar 2018 kommt also ein Erlass. Die Versorgungslücke zu schließen würde bedeuten, die Härtefallregelung des Paragraphen 22 Absatz 1 Satz 2 SGB 12 regelhaft anzuwenden. Und dies widerspricht der Ausgestaltung. Das hindert die Grünen nicht daran, am 16.06. diesen Jahres einen entsprechenden Antrag für so einen Erlass zu stellen. Gut, kann passieren. Am 26.09. in der Ausschusssitzung erklärt Staatssekretär Bothe sehr ausführlich, dass es gar nicht möglich ist, einen Erlass zu machen auf Basis dieses Urteils des Landessozialgerichtes von Nordrhein-Westfalen. Am 30.10. wiederholt der Minister Stamm das Ganze nochmal und immerhin gestern sind die Grünen so weit, einen Änderungsantrag zu stellen. Das erinnert doch schon sehr an eine Show-Einlage. In diesem Änderungsantrag zeigen Sie, dass Sie eigentlich die Rechtslage nach wie vor nicht verstanden haben, denn Sie freuen sich ja, dass die Stadt Dortmund genau das jetzt tut, nämlich einen Ausnahmetatbestand zur Regel zu machen. Aber gut, Dortmund macht's halt. Ungeachtet unserer ablehnenden Haltung zur Ausbildungs- und Studienerlaubnis für einen Teil der Betroffenen, nämlich für den Teil mit geringer Bleibeperspektive, sehen wir natürlich auch die Unlogik, dass eine Unlogik diese Versorgungslücke entstehen lässt. Und auch die Regierung aus CDU und SPD wird es ja in Berlin gesehen haben. Der FDP-Antrag liegt vor. Vielleicht spricht Frau Kateimert mal mit ihren Kollegen der SPD in Berlin. Aber ich denke, da in Berlin ja jetzt die ganzen Personalquerelen in der CDU gelöst sind und dass man sich jetzt wieder mit inhaltlichen Punkten beschäftigen kann, wird der Bund sicher zu einer Lösung kommen. Vielen Dank.